Jo, und es ist jetzt wieder soweit für eine weitere Folge von Star Wars The Force Unleashed Ultimate Sith Edition. Wir haben auf jeden Fall im letzten Let's Play richtig auf die Kacke gehauen. Wir wurden verraten, wir wurden auf jeden Fall gewarnt von einer Jedi, nämlich Shakti. Und ja, wir wollten jedenfalls nicht darauf hören. Tja, haben wir davon. Aber wie er gesagt hat, er will nicht zurück. Er hat sich dann wohl doch anders überlegt. Möchte er wohl doch den Jedis beitreten? Möchte er sich wohl den Guten auf jeden Fall vielleicht zugesinnen? Ja, das werden wir dann auf jeden Fall jetzt im weiteren Kapitel jetzt sehen. Denn danach haben wir jetzt, wenn ich jetzt auf Spiel fortsetzen drücke, ein Video auf jeden Fall. Und ja, machen wir mal Spiel fortsetzen. Niemand folgt uns. Wir sind Lichtjahre von sämtlichen Imperialen entfernt. Was stimmt da nicht? Wir haben die ganze Galaxis vor uns. Trotzdem weiß ich nicht, wohin. Zum ersten Mal in meinem Leben. Ich hoffe, ihr habt einen Plan. Wir vereinen die Feinde des Imperators. Und ich brauche einen, der mich das lehrt, was Vader nicht konnte. Klingt, als jagten wir immer noch Jedi. Und ich glaube, ich weiß von einem, der vielleicht noch lebt. General Kota? Ja. Als wir kämpften, sagte er, sei Teil meiner Zukunft. Ich hoffe, das stimmt. Auf nach Nar Shaddaa! Prinzessin Leia, es ist eine Ehre, eine Beobachterin vom Senat. Machen wir uns doch nichts vor, Captain Stern. Wir beide wissen, dass ich als Geisel hier bin, damit mein Vater nichts gegen das Imperium sagt. Dann kennen wir ja beide die Lage, Senatorin. Wenn euer Vater den Mund hält, werde ich euch natürlich beschützen. Wenn nicht, werdet ihr das bedauernswerte Opfer eines Wookiee-Aufstands. Die Sklaven sind hirnlose Tiere. Zeigt mir jetzt mein Quartier. Wie ihr wünscht, Prinzessin. General Kota? Ich hab den Tisch bezahlt, also wer du auch bist, hau ab. Ich bin euch durch die Galaxis gefolgt, von Nar Shaddaa bis Yost. Wer bist du? Ein Kopfgeldjäger? Nein, nicht direkt. Ich denke, wir können einander helfen, Jedi. Ich bin kein Jedi. Nicht seit... Ich brauche euren Verstand, nicht die Augen und euer Wissen über den Kampf gegen das Imperium. Niemand besiegt das Imperium, Junge. Ihr solltet hoffen, dass ihr da irrt, General. Da ist er. Erledigt ihn. Da drüben. Bleibt sofort stehen. Und wir haben jetzt anstatt ein rotes Lichtschwert ein blaues. Ihr müsst uns vor dem Vapor Room abholen, und zwar Achso, das war nur General Kota. Okay. Ich habe diese komischen Gnome nie gemocht. Dam-da-dam. Ich mag die nicht. Die schreien immer so komisch. Ja, kein Problem. Wie jetzt? Echt? Komm, hallo. Ich glaube, der hängt da ganz gut fest. Oh, parieren können wir auf jeden Fall sehr gut, habe ich das Gefühl. Ja, klar doch. Hier gibt es garantiert auch irgendwo in der Nähe ein Holocorn.
Oder die gibt es garantiert Holocorns. Ich würde ja fast meinen. Was können wir dann hiermit machen? Wir können damit gar nichts machen. Könnten wir sogar. Nee. Da ist jedenfalls auch keiner. Schauen wir einfach mal, was es dann hier. Ja, ist kein Problem. Ich tipp's doch einfach. Bist du schon auf? Ich weiß zwar nicht, wo General Kota ist, aber ist ja auch egal. Können wir überhaupt schon uns wieder mal aufrüsten? Macht-Upgrade. Gucken wir doch einfach mal Macht-Upgrade, was wir jetzt gerade machen können. War gerade lange nicht mehr gemacht, glaube ich. Und wir haben hier nur 2 Punkte. Wir können gar nichts momentan machen. Das heißt, wir können länger zocken. Muaha. Ach, wir können jetzt den Lichtschwertwurf anwenden. Ah, jetzt haben wir ihn aber, oder? Sehr schön. Ah, herrlich. Ich muss sagen, das Stärkste, was wir eigentlich immer machen können, ist irgendwie der der Wurf irgendwie. Also kommt es mir jedenfalls immer vor. Denn. Ja. Was, ein blinder Narr? Haben wir den anderen Typen auch ausgeschaltet? Ich glaube ja. Gehen wir doch einfach mal hier lang. Okay, hier kommen wir nirgendwo hin. Wow. Dann zieh doch mal richtig. Also man merkt auf jeden Fall, der Machtblitzangriff ist sehr stark geworden. Und die kann man doch irgendwie ganz einfach ausschalten, indem wir einfach nur... Wo könnt ihr sie absetzen? Eins von 10 Imperialen Carbonit eingefroren. Ach's. Aha. Wir haben jetzt eine neue Aufgabe. Ja, gehen wir doch am besten mal irgendwie in so einer Nähe von so einem Ding hin. Wo dann am besten hier? Zwei von 10. Wo ist denn der nächste hier oben? 10.000 Macht-Upgrade-Punkte. Da haben wir auch 3 von 10. Das hat wohl gerade überhaupt nichts gebracht. General Kota ist ja echt schwach geworden, muss ich sagen. Und aber auch leider irgendwie feststellen. 4 von 10, 5 von 10. Jo, 6 von 10, 7 von 10. Oh, da war wohl ein bisschen mehr los oben. Eigentlich haben wir das noch gesehen. Hätte ich das doch mal eher gewusst, damit die ganzen Leute hier gerade nicht irgendwie umgenietet. Ich habe so ein mieses Gefühl. Eingefroren. Wieso wurde er nicht eingefroren? Da gibt man sich jetzt extra Mühe und dann friert er die nicht ein, oder was? Echt jetzt? Das ist ja cool. Das hätte ich jetzt nicht gewusst. Halleluja.
Kota stirbt schon nicht. Er ist doch immer hart im Leben, glaube ich. Ach komm, das war also keine Carbonit-Dinger. Ich glaube, nur die kleinen Dinger hier sind diese Carbonit-Dinger, wa? Ja. Sollten unsere Augen und Ohren offen halten. Nach Carbonit! Hier oben ist nichts mehr. Doch, da oben ist noch jemand. Also wir können auch den Angriff nicht blocken. Finde ich doch mal wirklich sehr strange gerade. Aber so ist das halt. Wo ist denn der Typ jetzt eigentlich ungefähr? Von 10. Toll, wirklich wundervoll. Nur ein Zerquetscherle-Bonus. Hatten wir nicht da oben noch welche gehabt? Nee. Verdammt, jetzt haben wir glaube ich keine Carbonit-Dinger mehr. Ich hoffe, wir treffen noch auf mehrere solcher Carbonitfässer. Wir wollen ja unbedingt an seiner Stelle möchte ich auch nicht sein. Das tut weh. Was machen wir denn jetzt überhaupt noch generell hier? Autsch. Wie jetzt hier? Wo greifen wir denn jetzt überhaupt noch an? Boah, ist das... Müssen gerade hier ein bisschen vorsichtig sein, habe ich das Gefühl. Der hat sich wieder gefangen hier wahrscheinlich irgendwie, wa? Na, komm her, komm her. Mann, immer wieder in die falsche Richtung. Gibt's doch gar nicht. Ich wollte ihn gar nicht in die Richtung eigentlich schmeißen. Schön daneben auf jeden Fall. Jetzt haben wir wenigstens, glaube ich, wieder gleich ein bisschen Leben endlich mal. Oh, wir haben das ganze Geländer hier gerade irgendwie vernichtet. General, könnt ihr euch etwas schneller bewegen? Ja, ich sehe es. Du bist immer noch da. Ich kann auch irgendwie außersehen den General mit angreifen. Endlich. Und weg mit dir. Haben wir da unten wieder so eine Carbonitfässer? Ja, wir haben da unten, glaube ich, hier so eine Carbonitfässer. Und wir müssen irgendwie den General beschützen. Du hast die Leute hier wütend gemacht. Ja, kein Problem. 9 von 10, wir brauchen noch eine. Da haben wir einen. Oh, da haben wir ihn. Wir haben es erfüllt. So, die können hier auch damit schmeißen. Kein Problem, wir schmeißen auf jeden Fall mit Sachen zurück. Mit Gongdruinen und mit... Haben wir nicht gesehen, was wir alles hier auch hier zurückschmeißen. Oh, jetzt wird es aber so ein bisschen unfair gerade, habe ich das Gefühl. Toll, wir sind tot. In der Luft, gestorben. Na toll. Aber jetzt verbünden wir uns so langsam mit den Jedis und irgendwie werde ich besser warm damit, für einen Jedi zu spielen, als wie für das Imperium. Keine Ahnung, ich war schon irgendwie immer
jemand, der eher für die Guten war. Okay. I'm just saying. Können wir die nicht jetzt irgendwie fertig machen oder so? Okay, jetzt haben wir so eine komischen Ugnauts. Ach, Ugnauts war das, genau, das waren Ugnauts. Kann er auch hochfliegen? Ich glaube ja nicht, wa? Nein, nein. Oh, fuck. Es wird so langsam echt. Oh. Ja, mach doch einfach mal ein bisschen hin hier. Oh, gerade mal so. Ey, wir haben es ja gerade mal so geschafft irgendwie. Und er fliegt weg. Müsst doch gleich Puff machen, oder? Ja. Verdammte Scharfschützen hier. Regen mich auf. Oh, wer kommt jetzt? Er sieht nicht nett aus. Ach so. Den haben wir doch eben gerade... Ach, das ist diesmal eine Schattenwaffe. Kämpfen wir mal noch schnell gegen die Schattenwache. Ja, ist gut. Die Schattenwache ist ja, soweit ich weiß, die Leibwache von Vader und... Was war da nochmal? Hier, Sidious, oder? Wusste gerade gar nicht mehr, wie er heißt. Warum fliegt er einfach nicht in die Luft? Wo ist denn jetzt überhaupt die Schattenwache? Ich sehe die gerade gar nicht. Ach, der schmeißt mit der Macht hier auf uns. Der ist also irgendwie komplett resistent gegen... Anheben und so. Aber dafür lösen wir schnell das Problem. Ist er wieder hochgekommen? Tatsache. Ich habe ihn gerade nicht gesehen. Ich habe mich gerade schon gewundert. Mensch, das geht aber ein bisschen zu fix hier, oder? Was ist denn jetzt passiert? Oh, jetzt fliegt er schon wieder weg. Toll, jetzt müssen wir wieder warten, bis er herkommt. Aber ist jetzt irgendwie gerade ganz einfach. Oh, jetzt haben wir die Schattenwache. Wir haben Aufstieg. Wir haben ihn nur gegrillt als Finisher? Ah, okay. Alles Hirngespinste, Junge. Die Armee des Imperators ist unendlich. Sie werden dich vernichten. Oder Schlimmeres. Nichts wird sich ändern. Ihr solltet kämpfend sterben, statt in der Kantina zu ersaufen. Ich weiß nicht. Doch ich habe einen Kontakt im Senat, der dein Lichtschwert gebrauchen kann. Wo ist dein Schiff? Ja, das war jetzt eine schnelle Mission, aber haben wir echt gut hinbekommen, muss ich sagen. Nur diese 200.000 Machtpunkte und was, 5 Holocorns hatten wir hier? Ach, der eine war da oben, den haben wir doch nicht mitgenommen. Macht aber nichts. Wir haben jetzt auf jeden Fall uns so langsam für das Imperium natürlich für die Republik entschieden, gegen das Imperium. Hoffe, euch hat's gefallen und bis zum nächsten Mal.